Herzlich willkommen zu unserem neuen Let's Play. Es heißt Uncharted 2. Uncharted 2 Among Us eigentlich. Uncharted 2 ist ein geniales Spiel, Leute. Es ist storymäßig der Burner. Einfach nur Burner-mäßig. Uncharted, was soll ich noch sagen? Es ist Indiana Jones-mäßig, muss ich sagen. So, dass du klettern kannst, Action hast. Und das ist einfach der Hammer. Und ich würde sagen, wir beginnen mal, weil ihr werdet da so viel erfahren vom Spiel. Ich werde es auch natürlich mit euch erfahren. Ich kenne das Spiel ja noch nicht so gut. Ich habe es ja nicht einmal noch begonnen zu spielen, weil es ja jetzt beginnt es zu spielen. Ich habe es noch nie gespielt. Aber mein Freund hat mir schon sehr viel erzählt von dem Spiel. Und da habe ich mir gedacht, das müssen wir spielen. Das müssen wir spielen. Entschuldigung, ich muss. Okay, ein Schwert. Was macht er? Oder ist das, das ist ein Speer, oder? Ein Speer, aber es fehlt etwas von Speer. Hä? Ist das ein Schlüssel? Soll das ein Schlüssel sein? Keine Ahnung. Das ist mir jetzt egal. Ich habe nicht die Hälfte des erzählen, was ich gesehen habe. Ich wusste, man hätte mir nicht geglaubt. Marco Polo auf seinem Sterbebett 1324. Hohoho. Okay, es geht um Marco Polo. Das ist auch klar jetzt. Wir suchen einen Schatz wahrscheinlich. Okay, verstehe jetzt. Verstehe ich mehr. Aber wo sind wir hier? Wir sind im Zug. Autsch! Das ist mein Blut. Mein Blut verdammt viel von meinem Blut. Wow, wow, wow. Scheiße, wo sind wir, Mann? Ich glaube, der Zug ist nicht waagrecht, sondern senkrecht. Scheiße, scheiße, scheiße. Der beginnt zu lachen. Der ist mitten beim Sterben und beginnt zum Lachen. Fliegt gleich runter wegen dem depperten Zug und der beginnt zum Lachen. Ich pack's nicht mehr. Mit L bewegen sie durch. Felsenfest heißt unsere erste Mission. Okay. Okay, dann gehen wir mal rauf, schön. Schaut ja nicht schwer aus. Okay. Holy shit. Scheiße, da was war im Fels da und da. Was? Es geht hier ab. Wo sind wir eigentlich hier? Drücken Sie X, um zu springen. Dann springen wir mal X. Passt. Aber wo sind wir hier? Wo sind wir hier, Leute? Kann mir jemand das erklären? Schon wieder ein Fe. Oh, Alter, schwer, wie viel. Scheiße. Was geht hier ab, Mann? Ich verstehe gerade gar nichts. Wo sind wir? So kann es noch nicht beginnen, oder? Bitte jetzt nicht. Wow! Scheiße! Also das Spiel beginnt episch, aber ich will wissen, wo wir hier sind. Okay, drücken Sie L in die gewünschte Schwungrichtung, um X zu springen. Um X zu springen, passt. Haben wir gemacht. Okay, dann gehen wir mal. Ich glaube, da müssen wir jetzt rein, ja, genau. Drücken Sie X, um an der Kante hochzuklettern. Okay, machen wir mal. Okay. Und wir müssen in einem Museum einbrechen. Ist es in der. Ich glaube, wir sind in der. Ah! Ah, was im Museum? Was rede ich? Was rede ich da eigentlich jetzt eigentlich? Ich weiß jetzt gar nicht mal, was hier los ist. Weil ich glaube, ich verstehe schon das Spiel. Ich glaube, du bist in der. So wie bei Hangover. Sie zeigen einen kleinen Teil, also so um die eine Minute, dass sie Scheiße gemacht haben. In Hangover, dass sie wieder einen depperten Scheiß gemacht haben und dann beginnt der Film erst richtig eigentlich so, mal von Anfang an. Und ich glaube, das ist so beim Spiel auch so der Fall, dass du auch warten musst und dann geht's eigentlich los erst. Verstehe, okay. Ich glaube, so müsste es sein, weil sonst könnte ich mir das Spiel anders nicht mehr vorstellen. Wow, wow, wow.
ganz ruhig, Nate. Dann gehen wir mal. Ich glaube, wir müssen rauf. Ja. Oh, scheiße, scheiße, scheiße. Scheiße, ich will nur raufgehen und was passiert? Wir fliegen gleich weg. Okay, perfekt. Dann gehen wir mal da, wissen wir ja. Ah, jetzt sind wir wieder oben. Jetzt geht's wieder rauf. Weiter rauf, rauf, rauf. Komm schon, schneller rauf. Rauf, 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 rauf. Scheiße, was geht jetzt ab? Fuck, fuck, fuck. Ganz chillig, ganz chillig ist das Spiel. Gut, gut, dass wir jetzt gesprungen sind. Scheiße, fuck, das wäre fast runtergeflogen, Mann. Gut, dass wir gesprungen sind. Mann, ich pack das Spiel gerade nicht. Das ist ja episch. Okay. Jetzt müssen wir da rauf, oder? Na, oder runter? Schau mal, na, runter geht nichts. Da wird nichts gehen. Gehen wir rauf. So, dann schauen wir mal rauf. Okay, ich muss nur die Leiter treffen. Komm schon. Ja. Sehr gut, Nate. Okay, jetzt müssen wir auf. Ich glaube, der Zug will rund. Scheiße, ich glaube. Ich glaube, wir brauchen die Handbremse gleich oder so irgendetwas. Scheiße, ich hab's. Was hab ich gesagt? Handbremse, Leute. Chillzug. Renn. 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 Schneller. Spring. Spring, spring, spring. Oh, scheiße, scheiße, wir haben's geschafft. Komm, komm, komm. Komm rauf, nur noch rauf. Scheiße, fuck. Das kann nicht wahr sein. Nein, 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 noch nicht sterben. Noch nicht sterben. Noch nicht sterben. Gut. Gut. Der blutet sich deppert da. Hat schon ein sau viel Blut weg und er lebt ganz chillig noch. Das muss jetzt jemand machen. Was ist jetzt los? Ja! Jetzt, was habe ich euch gesagt? Dass wir waren in der Zukunft. Jetzt sind wir wieder in der Gegenwart. Ja, genau. Verstehe. Das heißt? Ja, was soll ich gesagt? Hey, was zur Hölle machst du denn hier? Ich hab dich gesucht, Mann. Oh oh, sollte ich mich freuen oder lieber nicht? Von beiden ein bisschen. Komm her. Ich hab einen Job für uns. Ach ja? Ein Kunde will uns ein kleines Vermögen teilen, wenn wir ihm ein ganz bestimmtes Objekt beschaffen. Und weiter? Tja, und jetzt kommt der Haken. Oh nein. Du bist ja verrückt. Ja, lass mich aus. Wir beide kennen zwei Typen, die beim Einbruch ins Museum draufgegangen sind. Ein Museum doch noch? Gerade so. Hä? Ich schaff das nicht ohne dich. Du bist der Einzige, der da reingekommen ist und weiß, dass man zwei für den Job braucht. Nein, nein, nein. Drei braucht man. Ja. Und wo wir gerade vom Teufel sprechen? Ulala. Chloe. Nate. Drake. Nathan. Drake. Ah, jetzt weiß ich, wie wir heißen. Nate Wake. Chloe ist einer der besten Fahrer in dem Geschäft. Das kannst du mir glauben. Bestimmt. Pass auf. Ich habe alles geplant. Rein durch die Kanalisation. Kann's kaum erwarten. So kommen wir in den Hof und von da klettern wir dann die Mauer rauf. Überqueren das Dach und lassen uns in die Ausstellungshalle runter. Und bingo. Und wozu der ganze Aufwand, fragst du dich sicher? Tu ich nicht, aber nur zu. Das ist eine Öllampe. Eine Öllampe? Die ist wertlos. Was soll das? Haben wir uns auch gefragt. Genau deswegen sind wir hier. Tja, er arbeitet wohl für einen Spinner. Einem Sammler. Mit einfach zu viel Zeit und zu viel Geld. Und ganz nebenbei erwähnt, das ist es nicht wert. Ja, da hat er recht, Nate. Jetzt wart doch. Wie steht's denn so mit deinem Schullatein, Nate? Woher hast du das? Ausgeliehen. Von dem Spinner, der zu viel Geld hat. In Trabesund wurden wir von Dieben überrascht. Vater, Maffeo und mir wurden die Schätze gestohlen. Das Schriftstück ist von Marco Polo. Ja, so weit waren wir auch schon. Stell dir vor. Dummerweise ist der Rest davon Unsinn. Hey, Moment. Damit sie niemals in falsche Hände falle, verbarg ich meine Sorge am unwahrscheinlichsten Ort. Großen Kahn hütet das Schicksal der 13. Sag ich doch, totaler Blödsinn. Er meint die verschollene Pforte, verstehst du? Ja. Hallo, klärt mich bitte jemand auf?
Marco Polo verlässt China. Mit 600 Passagieren und 14 Schiffen, voller Schätze von Kublai Khan. Und anderthalb Jahre später erreicht er Persien. Mit nur noch einem Schiff und nur 18 Passagieren. Und dabei hat er jeden einzelnen Schritt seiner Reise notiert. Nur nichts über die Schiffe und die Passagiere. Also sind da irgendwo 13 Schiffe mit den Schätzen des Kaisers, die nur gefunden werden müssen? Ja, und das weiß auch euer geschätzter Kunde. Hier, die Lampe. Voller mongolischer Schriftzeichen. Ganz bestimmt ein Geschenk von Kublai Khan. Das Licht des großen Khan hütet das Schicksal der 13. Marco Polo hat was in der Lampe versteckt. Ein Hinweis, wo seine Flotte geblieben ist. Und wir hauen den Typ übers Ohr. Verlass dich. Sicher. Aber klar doch. Was soll denn schon schiefgehen? Okay. Was soll schon schiefgehen? Das ist gut. Ich glaube, wir sind in der Gegenwart. Jetzt müssen wir wirklich irgendwas stellen im Museum. Und jetzt, das sind wir schon wieder hier. Und ich habe keine Ahnung, was wir denn hier machen. Ich glaube, hier bist du irgendwann auch in der... Obwohl... Ich glaube, du bist in der Zukunft einfach. Einfach nur in der Zukunft, Mann. Hoffe ich zumindest. Okay, aufpassen, Baum im Weg, der bricht gleich, Junge. Wow, wow, wow. Ja, da hat er nicht auch Schiss. Okay. Stehe. Okay. Ah, unsere erste Waffe. Na dann, Attacke. Und ein Toter gleich. Also das heißt, jemand wurde getötet. Und Alter, aber blinzelt was. Ein Schatz, ja genau. Ein Schatz, wie genial. $10,000 ist es wert. Nicht schlecht. Mach auf. Gut. Brav, Nate. Gleich hast du es geschafft und dann haben wir das Spiel, hoffentlich. Dann geht's einmal weiter, das Spiel. So. Okay, wieder eine Waffe. Okay, das nehmen wir mal auf. Gleiche Waffe, perfekt. Okay, und hier, ich glaube, hier müssen wir ziehen. Na, verschlossen. Na, sagt er eh gleich. Sagt er eh gleich, das heißt, wir müssen schießen auf den Schwachsinn. Okay, ich muss mich nur ein bisschen gewöhnen mit der Kamera, weil es ein bisschen scheiße ist. Ja, jetzt geht's perfekt. Dann zielen wir mal. Bam! Perfekt gemacht. Er hat zwei nachzuladen, gut zu wissen. Das machen wir dann mal. Ich glaube, da kommt jetzt ein Gegner, falls ich ihn schlecht gesehen habe. Oder? Nein. Oh ja, sicher, was er will. Dann ziel, trifft. Was? Oh mein Gott. Scheiße, ist das Spiel geil. Okay, perfekt gemacht, super nett. Okay. Gehen wir mal über die Kisten. Komm schon rauf. Perfekt. Ich will jetzt nur wissen, was unsere Aufgabe ist. Wir müssen irgendwas über Marco Polo herauswissen. Das weiß ich schon. Aber warum sind wir dann auf einmal hier? Okay, hier müssen wir springen. Dann springen wir mal schön. Spring. Ups. Scheiße. Jetzt sind wir wirklich tot, Mann. Mann. Egal, wir sind wieder hier. Dann machen wir mal. Schon viel besser. Na dann, hopp hopp. Perfekt, jetzt gehen wir mal rauf da. Die Kisten müssen wir rauf, oder? Ja, sicher. Sonst könnt ihr mir nichts anderes vorstellen. Perfekt gemacht. So, da geht's rauf. Und hoch mit dir, Nate. Komm schon, hoch.
geschafft. Wow, wow, wow. Noch nicht. Und jetzt geht's los. Ich glaube, jetzt geht's richtig klar. Los. Was ist jetzt los? Warum zurück? Scheiße. Bam. Ew, pisteppert. Scheiße. Sind wir jetzt wirklich tot? Hä? Schon wieder vorbei, oder was? Eh klar gewesen. Okay, jetzt sind wir wieder da. Hallo. Oh la la. Der geht gleich natürlich voll auf. Spiel zum Vorspiel. Erklärst du mir vielleicht mal, was hier los ist? Du meinst mit Flynn? Ja, du hast nichts gesagt. So war's doch viel lustiger. Egal. Du bist nicht gerade das, was man leicht zu finden nennt. Besser als leicht zu haben. Oh, er ist eifersüchtig. Vergiss mal nicht, wer hier wen im Stich gelassen hat. Du hast gar kein Recht, eifersüchtig zu sein. Jetzt mal langsam, Chloe. Wenn es dich beruhigt, meine Beziehung zu Flynn ist rein geschäftlich. Ach ja? Meistens jedenfalls. Boah. Als mir klar wurde, dass er tatsächlich eine Spur hat, habe ich mir gedacht, du wärst gern mit von der Partie. Was hast du vor? Wie abgemacht. Wir ziehen es durch, suchen die Schiffe und hauen mit dem Schatz ab. Mit Flynn? Mhm. Und dann? Und dann teilen wir alles durch drei und du und ich verschwinden. Zusammen, diesmal. Verstehe. Bis dahin darf er nichts von uns wissen. Der flippt aus vor Freude. Das wird er schon überleben. Oh, der Frauencheckerle. Der checkt die Frauen ab wie nichts. Wer ist der Nate? Genau. So. Und jetzt sind wir wieder mal hier. Okay, ich würde aber gerne sehen, was er mit ihr machen wird. Nein. Dann stellen wir mal auf. Und natürlich, die ist ja noch nicht tot, weil sowas überlebt man, wenn man so voll gerollt wird und so weiter, volle Umdrehung macht und noch lebt. Egal. So, und damit würde ich sagen, bis zum nächsten Mal bei Uncharted 2. Uncharted 2 ist eigentlich recht genial und ich weiß nicht, was ich noch zu dem Spiel sagen kann eigentlich, weil das Spiel ist echt Hammer und ich will wissen, wieso sind wir noch immer hier? Was müssen wir finden? Dann sag ich mal, bis zum nächsten Mal, also tschüss!